Und ganz Europa. Ja, er hat leider einen Sturz gehabt, habe ich gehört. Aber er ist wieder mobil. Der Lukas ist, würde ich jetzt sagen, fast der wichtigste Werbeträger, den wir in Belgien haben. Er macht Tiroler Musik in Belgien, hat schon mehrere CDs herausgebracht, ist eigentlich ganzjährig in den belgischen Hitparaden vertreten mit seiner Musik. Alles muss ihm helfen. Und er macht hat eine ganz besondere Interpretation von Tiroler und Zillertaler Musik. Und ein Lied hat er eigens für die Zillertalbahn komponiert. Wir haben ja auch unsere Zillertalbahn-Lieder, aber der Lukas hat eine belgische Version. Und der Lukas ist immer gern gesehener Gast bei uns, ein spezieller Musikfreund. Danke, dass du so viel Werbung machst in Belgien. Viele Gäste bringt er her ins Zillertal. Ein Applaus für unseren Lukas, meine Damen und Herren. Eine Legende in Belgien. Der Lukas singt euch jetzt das Lied vom Zillertal Express. Damit meint er natürlich die Bahn. Ja? Ja. Liebe Freunde, herzliche Grüße hier im Kaltenbach-Ried. Und ich habe schon 6 CDs gemacht, die letzte ist mit Weihnachten veröffentlicht. Aber jetzt singen wir das Lied von der Zillertalbahn. Das schönste Lied, der Zillertal Express. Und jenen unter euch, die kennen das wahrscheinlich. Und sie möchten das mitsingen oder mittanzen oder Polonaise machen oder klatschen, wie sie wollen. Wir fangen an. Kurve links, Kurve rechts. Ja. Kurve links und Kurve rechts. Da kommt die schon. Klingelingeling, da kommt de Zillertal Express. Klingelingeling, waar is toch schon drin? Klingelingeling, er fährt so schön und ohne Stress. Willst du mit dem Fahren, steig doch ein. Klingelingeling, der schöne Zug vom Zillertal. Klingelingeling, er fährt nicht schnell. Mit dem Dampf zu fahren, wie du das schöne Zillertal. Kurve links, Kurve rechts. Und wir sitzen so gemütlich in den Zillertal Express. Hast du schon gehört, ja, vom Zillertal Express? Fast 100 Jahre fährt er durch das Tal. Von jeder bis bei Hofen mit dem Zillertal Express. Fahr mit dem Last und fährt im Stall. Da ist Platz für alt und jung und ja auch für dich und mich. Nein, wir lassen dich da nicht im Stich. 35 Kilometer in der Stunde fährt er zu. Nach 2 Stunden haben wir noch nie genug. Zillertal Express, Klingelingeling, warst du schon rein? Klingelingeling, er fährt so schön und ohne Stress. Willst du mit dem Fahren, steig doch ein. Klingelingeling, der schöne Zug vom Zillertal. Klingelingeling, er fährt nicht schnell. Mit dem Damm zu fahren, wir durch das schöne Zillertal. Kurve links, Kurve rechts. Und wir sitzen so gemütlich in den Zillertal Express. Zillertal Express, Klingelingeling, warst du schon rein? Klingelingeling, er fährt so schön und ohne Stress. Willst du mit dem Fahrrad, steig doch ein. Klingelingeling, der schöne Zug vom Zillertal. Klingelingeling, er fährt nicht schnell. Mit dem Dampf zu fahren, wie du das schöne Zillertal. Kurve links, Kurve rechts. Und wir sitzen so gemütlich in den Zillertal Express. Klingelingeling, da kommt der Zillertal Express. Klingelingeling, warst du schon weg? Klingelingeling, er fährt so schön und ohne Stress. Willst du mit dem Fahren, steig doch ein.
Klingelingeling, der schöne Zug vom Zillertal. Klingelingeling, er fährt nicht schnell. Mit dem Dampfzug fahren wir durch das schöne Zillertal. Kurve links, Kurve rechts. Und wir sitzen so gemütlich in den Zillertal-Express. Kurve links, Kurve rechts. Und wir sitzen so gemütlich in den Zillertal-Express. Hoi! Dankeschön, auf Wiedersehen, bis nächste Mal! Super Lukas! Einen Sonderapplaus für unseren Lukas aus Belgien. Trotz Verletzung hat er sich nicht nehmen lassen, bei uns das Lied vom Zillertal-Express zu singen.